Hallihallo, liebe Film, liebe Grusel, liebe Horrorfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Unboxing. Und heute zeige ich euch nicht einen Film und auch nicht zwei, sondern gleich drei. Denn seit dem 28. Juni 2019 gibt es diese drei Kettensägen-Massaker-Filme aus den Jahren 1974, das wäre der erste, 1986, das wäre der zweite und den ganz neuen aus dem Jahr 2007 endlich auch in einer VHS-Edition. Warum sage ich endlich? Ich habe ja schon häufig gesagt, dass diese VHS-Editionen eigentlich eine gute Idee sind, aber es nimmt wirklich Überhand. Sie nehmen unheimlich viel Platz im Regal weg und naja, eigentlich, es ist ein tolles Gimmick, aber mittlerweile kommt ja fast jeder zweite Film oder jede Klassikveröffentlichung, jeder Film aus den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren als VHS-Edition auf den Markt. Aber in diesem Fall finde ich das besonders cool, weil die Turbine Medien haben ja diesen Film damals aus den Kellern der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften rausgeholt. Das heißt, dieser Film oder jugendgefährdende Medien heißt es ja. Damals waren sie jugendgefährdenden Schriften, heute sind es jugendgefährdende Medien, ist aber auch egal. Jetzt bringen die diesen Titel schon wieder raus. Das heißt schon wieder. Also der erschien zuerst als normale Blu-ray in Form dieser Collectors Edition. Dann gab es noch ein Mediabook, verschiedene Mediabooks. Ich glaube, es gab auch Amaray Cases. Es gab eine 4K-Version sogar davon. Also hier dieser Film, der wurde herausgebracht, herausgebracht, herausgebracht und jetzt kommt halt auch noch eine VHS-Edition. Brauchen wir die? Nein, brauchen tun wir die nicht, aber es ist schön, sie zu haben, weil, ja, dieser Film, das ist einer von den Filmen, die habe ich zum Beispiel damals gesucht, wie der Teufel die Seele, kann man so schön sagen. Das ist einer von den Filmen, die hat man damals nur in der Videothek bekommen und ja, ein Original zu kriegen, das war ja quasi schwierig. Noch schwieriger war es beim zweiten Teil, den hat man quasi überhaupt gar nicht bekommen und wenn dann nur über Umwege oder illegal, da wollen wir gar nicht drüber reden. Es gab da ja auch Bootleg-Versionen. Mit alternativer Synchro übrigens. Das ist ja auch da kommen wir später drauf zu sprechen. Und umso erfreulicher ist es, dass jetzt diese VHS-Retro-Version auf den Markt kommt, weil die sieht halt wirklich so aus hier wie so eine abgefressene alte VHS-Kassette aus der Videothek. Und das wird manchen Sammler sicherlich sehr freuen, diesen Film, den er früher vielleicht mit Mühe und Not irgendwo aufgetrieben hat, jetzt in dieser Version, aber eben mit einem aktuellen Inhalt beziehungsweise einem Medium auf aktuellem Niveau ins Regal stellen zu können. Meine Güte, red ich mich hier um Kopf und Kragen. So, das hier ist der erste Teil aus dem Jahr 1974 von Tobe Hooper. Ganz toller Film und er ist auf 2000 Exemplare limitiert. Das trifft übrigens auch auf den zweiten und den, ja, den dritten. Der dritte ist. Leatherface ist ja nicht der dritte Teil. Es gab ja Teil 3 und es gab auch Teil 4. Leatherface ist ein Prequel, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Jetzt packen wir das Ganze erstmal aus, weil wir wollen ja sehen, was ist hier überhaupt drin. Ja, so, also zunächst einmal. Dieser Aufkleber hier, Uncut Collectors Edition im VHS Retro Look, limitiert auf 2000 Exemplare. Und dieses 18er FSK-Siegel befindet sich auf der Einschweißfolie. Das heißt, das können wir dann alles zusammen wegschmeißen. Auf der Rückseite haben wir einmal dieses Vorlageblatt. Das ist hier aber, wie ist das hier, wie ist das reingearbeitet? Ich sehe es gerade noch nicht. Ich versuche da gleich mal hinterzukommen. Auf jeden Fall ist das. Nee, das ist kein Vorlageblatt. Das ist tatsächlich die Rückseite. Hier oben ist das dann so hier so reingesteckt. Das ist also so eine Klappbox. Das werde ich dann hinterher mal verkleben. Auf der Rückseite haben wir ein paar Szenebilder im typischen 70er-Jahre-Look. Ja, ich meine, der Film schaut so aus, aber ich finde es trotzdem toll, dass man das dann so auch gemacht hat. Ja, also dass man dann ja, das sieht alles so ausgefressen aus hier. Das gefällt mir auch richtig gut. Und dann hier das FSK-Siegel überklebt oder das FSK-Logo überklebt mit Blu-ray. Das gefällt mir auch richtig gut. Also da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Liebe zum Detail. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nicht mehr im Kopf, wie das aussah. Aber alleine die Tatsache, dass ja Kettensägen-Massaker, ja, und dann The Texas Chainsaw Massacre draufsteht, ja.
Das, also im Vergleich zu dieser Version hier, da hat man das zusammengeschrieben. Also nicht Blutgericht in Texas, sondern Kettensägenmassaker. Das finde ich persönlich ziemlich cool. So schaut die Kassette aus. THV, Turbine, Home Video, Kettensägenmassaker. Hier unten auch noch für nicht zurückgespulte Kassetten berechnen wir 1 Mark. Das ist klasse, weil das war bei denen tatsächlich auch hier dieser Aufdruck und hier dieses Hologramm. Wäre jetzt noch cooler, wenn das wirklich leuchten würde. Ja, das wäre noch schöner. Und auf der Seite haben wir dann nichts. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Ja, genau, das fehlte nämlich bei den ganzen VHS-Editionen bisher. Und zurückgespult waren sie eigentlich nie. Was hier auch wieder nicht ganz stimmt, ist die Lauflänge, weil das hier von der Lauflänge, also das passt hier nicht mehr mit drauf, liebe Leute. Ja, also ich weiß nicht. Also da ist auf jeden Fall mehr Band drauf, als dieser Film benötigt. Also dass man das einfach nicht hinkriegt, verstehe ich nicht. So, dann schauen wir mal. So, oh, die sind schon rausgerutscht. So, das hier sind die beiden Blu-rays, da ist das Bonusmaterial drauf. Hier ist der Film drauf, richtig schön. Der Film und hier das Bonusmaterial. Leider ist das schon ein bisschen verrutscht, aber da wollen wir uns jetzt auch mal nicht groß dran stören. Horror-Klassiker Uncut Collector's Edition im VHS Retro Design. Und da ist dann dieser Werbeflyer für die drei Filme mit drin. Und dann haben wir hier noch ihr Top-Hit mit Mini-Poster zum Sammeln. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ah ja. So, da haben wir Blutgericht in Texas. Das ist also quasi dieses Poster hier. Tobe Hoppers Meisterwerk des totalen Horrors. Das entspricht dem Bild, das hier auf dieser Edition drauf ist. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein schönes Giveaway. Kann man sich aufhängen. Obwohl diese gefalteten Poster, naja gut, wie will man es anders machen? Ja, gerollt kriegt man hier das ja wohl schlecht in die Hülle rein. Kriege ich das wieder zusammengefaltet? Kriege ich. Hey! Ja, ich bin ja auch kein kleiner Idiot, ne? So, das war der erste Teil. Unschwer zu erkennen hier an der 1. Dann gehen wir mal zum nächsten Teil. So, und hier ist die Frage gewesen, welche Version ist denn hier drin? Denn der wurde ja von Turbine Media in zwei Qualitäten quasi rausgebracht. Die erste Qualität damals, die war jetzt ja nicht so ganz prickelnd. Nee, das war gar nicht Turbine Media. Turbine Media hat den neu restauriert oder hat ein anderes Master verwendet. Genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir einmal das Original MGM Master. Auf Blu-ray-Disc Nummer 2 ist das Scream Factory Master. Das heißt, hier haben wir quasi zwei unterschiedliche Bildqualitäten, die auch bei diesem Mediabook damals dabei waren. Richtig? Unnötig brutal. Ach, das ist ja gar nicht, um den geht es ja gar nicht. Also der Text ist mutmaßlich mal der gleiche. Ja, genau, der Text ist der gleiche. Habe ich jetzt beim ersten gar nicht überprüft. Ist ja aber auch eigentlich wurscht. So, dann haben wir hinten auch. Hier, ja, ein paar Szenebilder und einen Inhalt und dann hier nochmal das ganze Bonusmaterial. Das Bonusmaterial beim ersten habe ich gar nicht erwähnt. Das hier ist auch jede Menge. Jede Menge, ja. Und hier habe ich auch in meinem Review auf Blu-ray-Disc geschrieben, da ist ein ganz tolles Special mit Jörg Buttgereit mit drauf. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Da geht es um die Zensur in Deutschland. Das ist ganz interessant. Ja, und hier ist dann halt der zweite Teil. Da gefällt mir dieses Cover auch sehr gut. Wobei ich muss sagen, dass mir dieses Cover von dem Mediabook einfach besser gefällt, weil ich mag diesen kunterbunten Style hier. Der Film selber ist auch, ja, kunterbunt. Er ist also nicht so düster, so dreckig, so ernst wie der erste, sondern eigentlich ganz anders. Das hier ist mehr eine Horrorkomödie, aber unglaublich brutal, unglaublich eklig. Und dieses Cover hier, das ist meiner Meinung nach auch, dass das damals auf der VHS drauf war, die ich hatte. Das entspricht quasi dem Cover von Breakfast Club. Also das ist quasi eine Perversion des Breakfast Club Cover-Motivs und das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch hier wieder VHS überklebt. Ja, und hier haben wir dann die 2 anstelle der 1. So schaut diese Kassette aus. Oh, da ist es schon teurer geworden. Bei Nichtbeachtung 2 Mark Gebühr, ja, das hat schon mehr gekostet. Deswegen, hier hat es sich auch gelohnt, das hat man gar nicht zurückgespult. Den hat man bis zu Ende geguckt. Den ersten Teil hat man wahrscheinlich nur halb geguckt, dann wurde er zu eklig. Den hat man bis zum Schluss durchgeguckt.
Auch hier Video, Sicherheitshinweis, Beschädigung zwingt zum Kauf oder führt zur Anzeige. Ich mag diese kleinen, diese Feinheiten. Das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier war dann wahrscheinlich noch ein Preis drauf geklebt. Der ist dann aber auch abgepiddelt worden. Also viele meiner Kassetten früher sahen tatsächlich so aus. Deswegen, das ist richtig, richtig tolle Arbeit von Turbine Media. Da muss ich sagen, da haben die wieder mal richtig gute Arbeit geleistet. So, dann haben wir hier auch wieder zwei Blu-rays drin. Einmal die Blu-ray mit dem Hauptfilm und dann, da haben wir auch dieses Covermotiv von meinem Mediabook. Ja, und wenn wir hier mal aufmachen, das dürfte dann vermutlich, nein, hier, das ist jetzt die DVD, da ist dieses Covermotiv. Ja, das sind dann diese beiden Blu-rays, die hier auch mit drin sind. Ich gehe also davon aus, dass die hier absolut inhaltlich gleich sind, aber ob das so ist, findet ihr dann anschließend in meinem Review auf blu-raydisc.de. Und auch hier haben wir wieder ein Poster. Ich hoffe mal, dass das dieses Kunterbunte ist. Das, ja, ist es. Das würde ich mir dann nämlich echt gerne aufhängen. Das sieht richtig schick aus. Ja, also wie gesagt, dieses Covermotiv, das liebe ich. Ich finde das so toll. Ja, mit diesen ganzen Feinheiten und das ist super klasse. Also das finde ich richtig Hammer. Hier, Dennis Hopper als Sheriff Lefty. Super geiler Film. Also wer ihn nicht kennt und wer auf Splatter steht, der sollte ihn sich unbedingt mal anschauen. Generell finde ich die Kettensägen-Massaker-Filme auch unheimlich großartig. Also ich mag die, ich liebe diese Filme. Ist allerdings Geschmackssache. Ja. Es ist nicht jedermanns Sache, weil die Kettensägen-Massaker-Filme, die sind wirklich ziemlich derb und speziell dieser zweite Teil hier. Der geht wirklich in die Vollen. Hier ist übrigens mein persönliches Highlight, der Audiokommentar mit Dr. Made. Sprich, also Dr., wie heißt er jetzt? Ich war Marc Benecke. Ja, der berühmte Pathologe. Der spricht hier mit seinen Kollegen über die Spezialeffekte und wie realistisch das Ganze ist. Also, ob die Leichen, wenn die lange liegen, tatsächlich so aussehen und wenn der da was abschneidet, ob da wirklich das Blut so spritzt wie im Film. Das ist ein wirklich toller Audiokommentar, der hier mit drauf ist. Und das ist mein persönliches Highlight neben dem Film bei dieser bei diesem zweiten Film. So, und jetzt kommen wir zum dritten, Leatherface. Da habe ich bereits ein ausführliches Video-Review zu gemacht, beziehungsweise nicht zu dieser Version, sondern zu der damaligen Steelbook-Version des Films. Auch hier, ja, der Film ist JK Spio oder Spio JK geprüft, keine schwere Jugendgefährdung, das haben wir auch hier. Das ist die Uncut-Version. Dieser Film wurde auch in einer 18er-Version auf den Markt gebracht, war aber böse geschnitten. Und ja, was ich zu dem Film zu sagen habe, habe ich alles gesagt. Und trotzdem, wenn ihr es nochmal sehen wollt, ich verlinke euch das und außerdem findet ihr mein Review auf blu-raydisc.de. So, das ist dann der erste Film der Reihe, der nie auf VHS rausgekommen ist, weil, wie gesagt, der ist aus dem Jahr 2017. Da gab es keine VHS mehr. Und trotzdem hat man das Ganze so gemacht, als wäre es eine VHS-Kassette. Das finde ich auch richtig toll. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film, wenn er damals auf VHS rausgekommen wäre, tatsächlich auch so ausgesehen hätte. Vielleicht hätte man auch ein Artwork angefertigt, dass das Ganze halt ein bisschen mehr im Stil der ersten Filme ist. Aber auch dieses hier mit einem Szenebild mit, wer ist es hier? Ich habe es vergessen. Wer war das? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Leute, Leute, helft mir, helft mir, helft mir. Steht hier bestimmt irgendwo drauf. Ich finde es gerade nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie er hier zersägt wird oder kurz bevor er zersägt wird, hier dieses Szenebild und dann hier oben noch. Man weiß ja nicht, wer Leatherface ist. Das ist die Hauptgeschichte dieses Films, die Vorgeschichte von Leatherface, also wer dann letzten Endes zu Leatherface wird. Er hat allerdings nicht wirklich, er fühlt sich nicht wirklich an wie ein Film aus dem Kettensägen-Massaker-Universum, sondern mehr wie ein Film von Rob Zombie, also und hier speziell den Devil Rejects oder so, oder vielleicht auch Natural Born Killers, so fühlt der sich ein bisschen an, ist aber auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir auch kein VHS, doch haben wir wohl das VHS überklebt. Ja, wobei da gab es auch gar keine. Ja, und hier dann die drei, das stimmt nicht, denn es ist nicht der dritte Teil. Ja, es ist ein Prequel zum ersten Teil
Und ja, hier, der war auch wieder billiger. Hier hat es nur noch eine Mark gekostet, ja. Und guck mal hier, der ist nicht so gut. Den haben sie gleich am Anfang abgebrochen. Haben sie wahrscheinlich nur die Trailershow vorne geguckt und dann den Film einfach, ja, ist ja auch wurscht. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Ja, ich hab's vergessen. Also, Sicherheitsetikett, Beschädigung zwingt zum Kauf oder zur Anzeige hier auch wieder. Und dann hier noch so einen alten Aufkleber, wahrscheinlich die Nummer aus der Videothek. Ja, während man hier dann das auch abgezogen hat. Ah, er war wahrscheinlich früher mal teurer oder billiger. Auf jeden Fall, dieser Aufkleber hier klebt über dem anderen Aufkleber. Ah, schön. Schön gemacht. Also, auch dieser Film unheimlich brutal. Wieso geht denn das jetzt nicht raus? Was ist das denn jetzt? Das kriege ich nicht auf. Doch, ah, das hat jetzt so ein bisschen geklebt. Merkwürdig, merkwürdig. So, hier haben wir auch zwei CDs drin, beziehungsweise zwei Blu-rays, nehme ich mal an jedenfalls. Das hier ist Blu-ray 1 und das hier ist dann das Bonusmaterial, aber auf DVD. So, genau, das ist die Vorgeschichte zum alten und keine Fortsetzung. Es gab auch eine Fortsetzung damals. Also es gab auch einen Teil 3, da spielt übrigens Viggo Mortensen mit aus Herr der Ringe, der Aragorn. Und es gab auch einen vierten Teil, ich glaube mit René Zellweger, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. So, hier in der Version ist nur die Blu-ray drin, das heißt, diese Bonus-DVD ist quasi neu. Dafür hatte das Steelbook dieses umfangreiche Booklet mit dabei. Das scheint hier zu fehlen, denn hier ist mutmaßlich nur, genau, ist nur das Poster mit drin. Packe ich jetzt gleich aus. Und wie gesagt, über den Film habe ich ja alles gesagt, was es zu sagen gibt. So, da haben wir dann auch dieses Artwork mit dem Jungen, der die Kettensäge wegschleppt. Ja, das war dann die gekürzte Version. Also wenn er den so hat, meine ich jedenfalls. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall dieses Artwork hier, ja, sehr unspektakulär, ne? Oder sehr minimalistisch, sehr stylisch. Ja, das ist alles Geschmackssache. Ich persönlich mag hier auch diesen gezeichneten Look hier des Steelbooks. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Dann hier unten mit dem Leatherface noch, mit seiner typischen Pose aus Teil 1. Fehlt hier, ne? Ja. Gut. Wie auch immer, das sind jetzt also die drei VHS-Editionen der Kultfilme um die menschenfressende Familie Sawyer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann kloppt mir den Daumen nach oben. Die Reviews zu diesen drei Filmen, wie gesagt, findet ihr alle auf blu-raydisc.de. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich von VHS-Editionen haltet. Ist das total überflüssig oder findet ihr das einfach total cool? Ich meine, ich hatte damals eine sehr umfangreiche VHS-Sammlung und ich weiß, wie viel Platz die weggenommen hat. Ich war so froh, dass die DVDs so platzsparend waren. Jetzt fangen sie an, das Ganze wieder so zu veröffentlichen. So, hier nochmal alle drei von der Seite. Macht auch einen guten Eindruck, ja. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum man das Turbine-Logo hier einheitlich gemacht hat und hier dann etwas düsterer beim dritten Teil. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, wenn man die. Das Roger! Wenn man die nebeneinander im Regal stehen hat, schaut es cool aus. Ja, jetzt habe ich sie mal ganz falsch so. Der gehört hier hin, dann haben wir 1, 2, 3. Schaut gut aus, macht echt was her und ja. Wie gesagt, mich persönlich freut, dass das gerade diese Filme rausgekommen sind, in diesem VHS-Stil. Grundsätzlich ist mir das aber vollkommen egal. Also ob Steelbook, ob Mediabook, ob normale Keepcase-Hülle, ob VHS-Edition, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Für mich ist halt der Inhalt wichtig. Aber diese drei Filme, ganz im Ernst, ja, die wollte ich so haben und jetzt habe ich sie auch. Das heißt natürlich nicht, dass ich die Version, die ich schon habe, weggebe, ja, sondern die bleiben ebenfalls da. Weil, wie gesagt, das sind ja Filme, die ich wirklich total gern habe und die ich immer wieder mal gucke. So, wie auch immer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich habe so schon viel zu lange hier rumgequatscht. Wenn ihr bis hierhin ausgehalten, wenn ihr bis hierhin da dran geblieben seid, dann dürft ihr euch jetzt ein Eis holen und zum Selbstkostenpreis verschlingen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer und seid schlau, schaut blau.